Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Das Wasserfestival 2019 ist im vollen Gange. In vollem Gange. Wie ihr seht, also in der Nearby sieht man schon Kanivanya, jetzt ist es weggerutscht, Kanimani, Hydropi, Lampi, Fleckmon, Schmerbe. Fleckmon übrigens richtig genial, könnt ihr natürlich auch für die Fange 50 Stahl und Psycho-Pokémon Medaille benutzen. Darauf bin ich gar nicht gekommen, hat ein Zuschauer neulich unter ein Video geschrieben. Das ist natürlich richtig genial und alle sind auf der Suche nach Shiny Schmerbe und Shiny Kanivanya. Wir haben sie gefangen, wir haben zwei Stück von jeder Sorte, die Familie ist vollständig, das wollen wir heute für euch entwickeln, uns angucken, wie sieht das aus. Aber vorher habe ich hier noch einen Profi-Tipp vom Stefan Landei für alle, die also die Carvador-Medaille noch nicht voll haben. Ich lese es einfach mal vor. Profi-Tipp für alle, die ihre Angler-Medaille, fange 300 große Carvador, noch nicht voll haben. Für die Medaille zählen Carvador ab 13 Kilogramm. Das ist wichtig. 13 Kilogramm müssen die mindestens haben. Alles unter 13 zählt nicht. Also 12,55 sieht man hier auf dem Bild. Das erste hat nämlich 14,97. Das zählt. Das zweite hat 12,55. Das zählt nicht. Auch wenn XL dran steht, ihr könnt die ab 13 Kilogramm auch tauschen. Und es zählt für die Medaille. Bei Fange ein Ditto zählt das natürlich nicht, wenn ihr euch ein Ditto rübertauscht, aber dann soll man, das soll man ja auch fangen. Obwohl das heißt ja auch Fange 300. Warum zählt also ein XL Carvador zur Medaille, wenn man das gar nicht fängt, sondern getauscht bekommt, aber ein Fange ein Ditto zählt nicht als Tausch, wenn man sich das rübertauscht? Das hat Niantic ja wieder richtig genial gemacht. Also alle, die die Medaille noch nicht voll haben, guckt mal auf das Gewicht, dann wisst ihr genau, zählt das nicht. Und wenn ihr irgendwo eins habt, auf einem zweiten Account, alle, die mindestens 13 Kilogramm haben, könnt ihr euch also rübertauschen und habt damit die Medaille ein Stück weit vorangetrieben. Im Wasserevent spawnen jetzt auch viele, die könnt ihr also auch so mitnehmen. Und ja, das war ja letztes Jahr schon, dieses Jahr, nächstes Jahr kommt es auch nicht. Wenn nicht, wartet einfach bis nächstes Jahr, dann habt das bestimmt voll. Wir haben hier auf jeden Fall ein Sitzen, das können wir ja mal kurz fangen, um zu gucken, ist das ein XL, ist das kein XL. Wir werfen mal einen Ball drauf. Dann entwickeln wir natürlich gleich die Shinies. Also, so lange wollen wir euch dann nicht auf die Folter spannen. Wir können das auch mal bewerten, vielleicht ist es ja gleich ein 100er, Shiny war es auf jeden Fall nicht. Und es ist 9,75, also weit entfernt von XL. Wertung, okay, Verteidigung und KP auf 14, das ist genial, das kann man mal so lassen, also verschicken wir es gleich wieder und wir gucken jetzt mal in den Beutel. Wir fangen an mit was fangen wir an? Mit Schmerbe, denn ich habe am Anfang gesagt, Kanivanya sieht ja richtig hässlich aus, das Kanivanya wieder, keine Ahnung, Tohaido, okay, aber Kanivanya, jetzt als ich selbst eins hatte, fand ich es dann aber anders, fand ich, sah es gar nicht so schlimm aus, denn im Spiel wirkt das nochmal anders, wie wenn ihr vorher Bilder seht. Wir haben hier unten also eins, das ist das kleinere Schmerbe, statt blau, hier statt blau eben goldig. Das kleine wollen wir natürlich so lassen, wie es ist und suchen uns das höchste raus. Das ist hier oben das nämlich, das hat ein richtig gutes Level, habe ich mir getauscht von einem zweiten Account. Und ja, das ist manchmal, ne, mit mehreren. Deswegen rennen ja viele mit 10 Accounts rum, auch am Community Day. Aber das Schmerbe wollen wir jetzt mal entwickeln. Schmerbe zu Welser. Ich finde, der Unterschied von dem normalen Schmerbe zum Shiny ist richtig genial. Sieht gut aus, aber bei Welser finde ich den Unterschied jetzt, naja, finde ich das Shiny an sich nicht so krass. Also das sieht jetzt nicht so atemberaubend aus. Wir können ja mal gucken. Gut, es glitzert ein bisschen, aber trotzdem ist das unscheinbar. Wenn wir mal Welser eingeben, Welser, da habt ihr hier also das Shiny und das Normale. Shiny und Normal. Ihr seht, das W auf dem Kopf ist ein bisschen dunkler. Der Bauch ist kräftig orange. Die Schnurrhaare sind hier gelb, da auch ein bisschen orange. Und ansonsten, ja, man kann das auch mal drehen, mal von der Seite gucken. Finde ich aber jetzt nicht so krass, aber Tohaido finde ich krass und da kommen wir jetzt hinzu. Denn wir haben hier Kanivanya, da haben wir hier wieder ein kleineres, das ist selbst gefangen. Wie kann es anders sein? Das große
ist wieder getauscht und ihr seht ja nochmal den Unterschied. Da habe ich gedacht, gut, das ist hässlich, das ist auch hässlich. Jetzt, wo ich es im Beutel habe, finde ich es eigentlich ganz geil. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Shiny. Aber Tohaido sieht natürlich noch genialer aus und das wollen wir jetzt eben entwickeln. Statt blau ist es ja dann so rosa. Ein rosanes oder pinkes, so richtig kräftig. Hoffe ich, dass das kräftig ist. Wir sehen es ja gleich. Das sieht doch stark aus, also das nehme ich gleich, damit laufe ich rum, das wird mein neuer Buddy, Tohaido. Der sieht wenigstens genial aus und wir gucken uns auch die normalen Tohaido nochmal an. Tohaido. So, das also das normale, das dann das Shiny. Ihr seht, der ganze Körper hat sich geändert, auch die Schnauze ist rosaner geworden, war vorher weiß und das hat eine schön kräftige Farbe. Ja, das X ist hinten so geblieben. Wieso hat er eigentlich kein Hinterteil? Wieso ist der so abgehakt? Der könnte doch ruhig hinten noch eine Flosse haben. Das nehmen wir jetzt mal raus. Also das Sandan nehmen wir raus und packen mal das Tohaido rein. Tohaido, was geht ab? Tohaido als neuer Buddy während des Wasser-Events. Das sieht genial aus. Habt ihr auch schon einen Kanibanya gefangen in Shiny und ein Tohaido entwickelt? Habt ihr schon Schmerbe bekommen? Es ging relativ fix, da bin ich selbst erstaunt. Die Rate liegt ja trotzdem bei 1 zu 450. Ist also nicht erhöht, dafür sitzt ja meistens die ganze Stadt voll. Und jetzt habe ich Urlaub, kann entspannen, muss mir keinen Stress mehr machen, die Shinies zu bekommen. Tohaido dabei. Kanibanya dabei, Schmerbe dabei, Welsa dabei. Das ist richtig genial und ich freue mich schon auf die Ultra-Woche 1 mit Skorgler und Visor. Und natürlich dann die Kontinentalen aus den Eiern als Shinies und Klick aus Raids. Da hat man endlich mal einen Grund, wieder einer Raids zu machen, statt immer nur Fünfer. Aber egal, dazu kommen wir noch. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.